meine Lieben, es ist wieder Freitag und ich habe mega Bock auf Place to be Stars und Stories. Natalie hat auch Lust und wir haben heute tolle Themen. Heidi Klum, Elias Mbarek und ganz viel Ein Herz für Kinder. Oh, Ein Herz für Kinder, ja. Es war wirklich ein bisschen skurriler Look, gebe ich zu. War aber auch ganz cool. Was mir Sonja Lison alles noch erzählt hat, das sehen wir gleich. Jetzt erstmal das Weekly Update. Topmodel Heidi Klum ist diese Woche turbulent unterwegs. Seit dem Dreh der neuen Staffel Jeremy's Next Topmodel hält sie ihre Fans mit Einblicken hinter die Kulissen auf dem Laufenden. Auch dieses Video lässt die Vorfreude auf den Start der TV-Show steigen. Heidi übt sich nämlich am Set im Rollschuhfahren. Ob wir die Kandidatinnen auch so sportlich erleben dürfen, ist bis jetzt noch geheim. Ich kann's noch! Capital Bra ist nicht nur für seine Musik bekannt, nein, demnächst kommt was Neues dazu. Sixpack! Der ballert auf Bali gerade wie verrückt und sieht richtig gut aus. Dass der Berliner Musiker gerade an seinem Aussehen arbeitet, dokumentierte er schon im März mit diesem Selfie. Jetzt hat er sein Trainingslager zusammen mit seinem Team in Bali aufgeschlagen und wettet mit seinen Kumpels, wer mehr Liegestütze schafft. Die ersten Erfolge können sich auf jeden Fall sehen lassen. Ein Oscar-nominierter Schauspieler hat diese Woche besonders viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Elliot Page, früher bekannt als Ellen Page, spielte in Filmen wie Juno und Inception mit. 2014 outete sich der Hollywood-Star als lesbisch. Jetzt gab er auf Instagram bekannt, transgender zu sein und den Namen auf Elliot geändert zu haben. Elliot schrieb: "Ich liebe es, dass ich trans bin und ich liebe es, dass ich queer bin. An alle Transsexuellen, die jeden Tag mit Belästigung, Selbsthass, Missbrauch und der Androhung von Gewalt fertig werden, ich sehe euch, ich liebe euch und ich werde alles tun, um diese Welt zum Besseren zu verändern." Auch dieses Jahr gibt es wieder Ein Herz für Kinder. Und zwar diesen Samstag. Um 20.15 Uhr im ZDF. Und den zweiten sieht man besser. Und vorher schon um 16 Uhr bis 17.45 Uhr mit Kathi Hummels und mir die Backstage-Show. Wir gucken einmal so hinter die Kulissen, was da so abgeht. Hast du mich gegen Kathi Hummels ausgetauscht? Ich brauchte jemanden, der gut aussieht. Da hast du recht. Kinostar Elias Mbarek ist dieses Jahr bei Ein Herz für Kinder dabei und ist Fallpate für den krebskranken Theo. Der Schauspieler nutzt seine Bekanntheit regelmäßig dafür, auf wichtige soziale Projekte, Aktionen und Kampagnen aufmerksam zu machen. In diesem Jahr hat ihn das Schicksal des krebskranken Theos besonders berührt. Um trotzdem, so gut es geht, an seinem gewohnten Leben teilnehmen zu können, hat Theo einen Roboter. Diesen kann er von überall aus steuern und so zum Beispiel am Unterricht in der Schule teilnehmen. Elias besuchte den Teenager zu Hause in Erfurt, um ihn persönlich kennenzulernen. Dabei bekam er einen Einblick in den Alltag des Achtklässlers. Hallo, mein Name ist Elias Mbarek und ich bin gerade in Erfurt und war bei Theo zu Hause, der zu Hause einen Roboter stehen hat, der ihm trotz seiner Krankheit das Leben so ein bisschen lebenswerter macht und ihn aus der Isolation holt. Wenn ihr das sehen wollt, dann schaltet 21.15 Uhr und bitte macht mit, spendet, spendet, spendet. Stargeiger David Garrett besuchte Lena Palm in Namibia. Die Aachenerin ist seit 6 Jahren freiwillig an verschiedenen Hilfsprojekten in Namibia beteiligt. Im letzten Jahr bekam sie für ihre Arbeit das goldene Ehrenherz von Ein Herz für Kinder. Dieses Jahr reiste der Musiker David Garrett nach Afrika und schaute sich an, was Lena mit ihren Spenden alles erreichen konnte. Für mich war das echt heute wahnsinnig schwer und fast schon unerträglich, Kinder hungern zu sehen. Und deswegen ist das unglaublich wichtig, dass wir zusammen Lenas Projekt unterstützen. Sie ist eine fantastische Frau. Ich kann nur jedem empfehlen, sich das anzuschauen und auch zu spenden. Für Lisa und Lena ging es dieses Jahr für Ein Herz für Kinder aufs Land. Die Social Media Stars engagieren sich schon seit längerem auch offline für soziale Projekte. Ganz besonders liegen ihnen dabei Tiere am Herzen. Vor kurzem besuchten die beiden den Verein Ehrensache e.V. und erhielten einen Einblick in die ehrenamtliche Arbeit von Petra und ihren Pferden. Sie bietet therapeutisches Reiten für Kinder mit Behinderungen an. Durch Corona hatte ihr Verein keine Chance, Geld für die Deckung der laufenden Kosten zu sammeln. Gemeinsam mit Petra rufen Lisa und Lena zu Spenden auf. Apropos Lisa und Lena, die waren letztes Jahr auch dabei und die mussten singen. Konnten die es denn? Das sehen wir jetzt. Noch mehr Geschwister. Atemlos durch die Nacht bis ein neuer Tag. Aber was sind die alleine? Atemlos. Komm alle. Spende frei. Kino für uns zwei. Und Pamela Reif glänzte letztes Jahr im Abendkleid an der Klimmzugstange. Die Kanti ist so fit. Ich hasse Klimmzüge. Sollte verboten werden. Genau wie Dips. Und Sport insgesamt. Die Fitness-Ikone macht im letzten Jahr ihrem Namen alle Ehre. Sie besiegte im bodenlangen Glitzerkleid und High Heels
Schauspieler Handsiegel im Klimmziehen auf der Bühne. Und das alles für den guten Zweck. Also, auf die Plätze, fertig, los! Klimmzüge für den guten Zweck! Es wird schon eng! Nicht so schwingend, das Ding fällt auf! Juhu! Genau so haben wir es uns vorgestellt! Im Live-Talk habe ich diese Woche mit High-Fashion-Bloggerin Sonja Luisson gesprochen und sie hat mir erzählt, wie sie zu ihrem aktuellen Job gekommen ist. Über 2 Jahre war ich Head of PR bei Lala Berlin und habe dort auch Social Media mit betreut und dann da nebenbei so ein bisschen mein Instagram immer mehr ausgebaut und habe dann eben die ganzen ersten Follower von Lala bekommen und damals eben so wirklich super easy so Lookbilder hochgeladen, also so auf irgendeiner Treppe vor einer Tür mit so viel Haar im Gesicht und so, wie man das dann eben früher gemacht hat. Und dann wurde das tatsächlich dort schon immer erfolgreicher. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden für diesen einen Schritt und habe dann gedacht, jetzt probiere ich es mal ganz. Und setze quasi alles auf eine Karte und guck mal, wie es funktioniert, weil mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und war eine gute Entscheidung, glaube ich. Aus welchem Winkel man das perfekte Look-Foto schießt, das hat sie uns auch nochmal erklärt. Also der richtige Winkel für mich ist natürlich auch immer von Person zu Person unterschiedlich. Auch was du gerade fotografierst. Aber für mich, für so ein normales OOTD-Picture, wie man so schön sagt, ist so ein bisschen leicht von unten schräg. Nicht zu weit von unten. Wichtig. Außerdem hat sie mir verraten, ob sie auch schon mal negatives Feedback zu einem ihrer Outfits bekommen hat. Ich finde, du siehst heute gut aus. Für einen Clown, der frei hat, super. Das hast du vorhin noch anders formuliert. Wie denn? Du siehst scheiße aus, wie immer. Nee, das war ich nicht. Also ich krieg schon manchmal oft, auch manchmal von meinem Freund, also wirklich, also das schönste Kommentar, was mein Freund mal gebracht hat, war während der Fashion Week von vor 2 Jahren, glaube ich. Da war ich auf dem Weg zu einer Show hier in Berlin und dann hat er mich nur angeguckt und meinte, sondern ich muss dir wirklich sagen, du siehst aus wie aus der Klapse ausgebrochen. Boah, das war so eine komplett wilde Mischung irgendwie. Das war so ein bodenlanger Mantel mit irgendwie auch sowas langem drunter, ganz viel Layers und mit so einer riesen Sonnenbrille und dann irgendwie so hohen Schuhen. Es war wirklich ein bisschen skurriler Look, gebe ich zu. War aber auch ganz cool. Unsere Inspiration of the Week ist ein Spendenaufruf für ein Herz für Kinder. Jeder Euro ist willkommen, also wenn ihr was überhaupt, ballert mal raus, seid großzügig oder, wie man heutzutage sagt, gönnt mal. Und das Tolle ist, den Verwaltungsaufwand bezahlt Axel Springer. Das heißt, das Geld geht direkt durch für den guten Zweck. Wenn ich jetzt spenden will, Nathalie, was kann ich machen? Per Telefon 0180 2 10 10 10 oder über PayPal ein Herz für Kinder oder online bei einherzfuerkinder.de. Also gibt genug Möglichkeiten, haut raus, tut was Gutes. Und jetzt gucken wir uns nochmal den Spendenaufruf der Promis der letzten Jahre an. Bald ist Weihnachten und es gibt Kinder, denen geht es nicht so gut und die können nicht so ein schönes Weihnachten feiern. Also spendet, spendet, spendet. Das ist vor allem guter Schmack von unseren Kindern. Ich freue mich über jeden einzelnen Anruf, jeder Euro zählt. Ich hoffe, dass heute Abend viele spenden. Ich werde es auch tun. Für die Kinder da draußen, die diese Hilfe brauchen. Egal ob groß, klein, bitte helfen. Bitte spendet für die Kids, das ist wirklich ganz, 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 ganz toll. Also ruft an, ihr macht was Gutes damit. Das war's auch schon wieder von Place to Be, Stars und Stories. Wenn ihr mehr wollt, hört gerne den Podcast. Den findet ihr bei Apple, Spotify oder wo immer ihr Podcasts hört. Einfach suchen, findet da schon. Tolle Gäste und apropos tolle Gäste. Die habe ich auch am Samstag um 16 Uhr bei Bild. Mit Kathi Hummels moderiere ich zusammen die Ein Herz für Kinder Backstage Show. Wir haben unter anderem zu Gast Lisa und Lena. Geil. Heike und Roman Lochmann. Okay. Mrs. Bella. Super. Und noch ganz viele andere. Die Harrisons, die sparen jetzt so viel Steuern in Dubai, die werden richtig spenden. Ich freue mich, ich schalte ein. Ist ihr letzter Auftritt tatsächlich. Oh, dann muss ich einschalten.